Bummler aus Wien mit hierher nach Manchester gekommen. Schuss für Etken! Und Gott sei Dank, der Libero hat diese Möglichkeit hier ausgelassen. Noch einmal in Zeitlupe, das war eine Riesenmöglichkeit für Etken. Einwurf durch McGrain. Paul McStay, Burns und Feuerer. Und das war ein Stangenschuss für Celtic Glasgow durch Etken, durch Libero Etken und Kontermöglichkeit durch Backhold. Backhold ganz allein, noch immer Backhold. Backhold, das muss ein Tor sein. Und es ist es. 1:0 für Rapid. Rapid führt mit 4:1. Torschütze Peter Backhold. Das war Glück jetzt für Rapid. Etken, eine hundertprozentige Möglichkeit an die Stange. Kontermöglichkeit. Und Rapid führt hier in Old Trafford durch Peter Backhold mit 1:0. Aus einem Konter. Noch einmal. Brucic für Grenzer. Wunderbar weitergespielt. Und Backhold ganz allein. Umspielt Tormann Bonner und erzielt das 1:0 für Rapid. Da kommt McAdam, Burns. Burns für McAdam. Und Feuerer. Bravo, Herbert Feuerer. Hier noch einmal, Burns legt auf für McAdam und Feuerer. Grüß! Nein, Wilfurt war das. Wilfurt, eine Möglichkeit für... Jetzt McGrain, abgewehrt von Gaga, Wilfurt verlängert, da kommt noch einmal Etken. Und ein Schuss von McClare. War eine gute Möglichkeit für die linke Sturmspitze von Celtic. Und wieder Feuerer bei einem Schuss von McClair. Adam. Und der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Hat erkannt, dass hier das Foul begangen wurde von dem schottischen Angreifer von McClair. Wir sehen es noch einmal. Ja, ja, war Foul. Ein schottischer Fan jetzt bei Tormann Feuerer und stößt Feuerer ins Tor. Polizei versucht den Fan sofort abzuführen. Feuerer liegt im Netz. Und der Eindringling wird jetzt abgeführt. Warten wir ab, was Herbert Feuerer hier passiert ist. Aber spätestens in diesem Augenblick haben sich die Schotten gegen Bayern München im Viertelfinale. Das ist Kreuz. Kreuz für Grenzer, eine Riesenmöglichkeit für Grenzer. Der schubst den Ball Tormann Bonner in die Hände. Weber, Fehler von Weber und Feuerer. Erster Fehler von Herbert Weber und Feuerer. Hier jetzt noch einmal die Chance von Burns. Und in der Zwischenzeit kommt Grötz wieder ins Spiel. Freistoß für die Schotten. Und wieder Feuerer abgewehrt gegen Burns. Draus haben, die werden heute eines Besseren belehrt. Eine gute Möglichkeit für Burns. Und gute Kontermöglichkeit für Grötz. Grötz
noch immer Kreuz verfolgt von McLeod. Und faul an Kreuz, und zwar von ein sehr talentierter Außenverteidiger, und Grenzscher. Es kennt Panenka, wer hat Panenka heute, kann sich nicht mehr ändern. Mit dem Kopf hat noch vergeben jetzt McClare. Er blickt auf die Uhr und hier ist der Schlusspfiff. Rapid steigt in das Viertelfinale des Europapokals. Der Cup-Sieg auf und der schrille Pfeifkonzert hier in Old Trafford hat Rapid das Unwahrscheinliche wahrgemacht.